gerade in der Marienkirche in Osnabrück anlässlich der Kulturnacht. Und das Schöne daran ist die Idee, die Kirchenbänke wegzuräumen und zu tanzen zum Salonorchester. Eine wunderbare Idee. Hat sehr Spaß gemacht. Mal was ganz anderes, ja, wirklich schön. Hm? Wir sind hier in der Stadtbibliothek und es gibt hier ganz tolle nostalgische Erinnerungen zu betrachten. Hier sind ganz viele Computerspiele, die wir alle wohl als Kinder noch jetzt in den 40ern miterlebt haben. Und ja, ich finde das ganz toll, dass wir das unseren Kindern mal zeigen können, was Mama und Papa denn früher so mal gespielt haben. Wunderbar. So viele unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Alters, die hier zusammenkommen. Wir finden es großartig. Bisher waren wir im Dom, haben da die Führung mitgemacht und gerade ein Orgelkonzert gehört. Und jetzt gucken wir mal und überlegen gerade, hier sehen wir gerade eine Musikgruppe, die hier rumwandert. Das habe ich auch noch nicht gesehen, mit Cello in der Hand wandern und mit Kontrabass. Also es gibt viel zu sehen. Wir lassen uns ein bisschen treiben und werden gleich noch irgendwo mal reinkehren. Erster Eindruck, sehr gut. Wir kommen von der Bierstraße. Schön große Streichorchester, was über die Straße läuft, sehr gechillte Musik, Leute alle sehr gechillt, macht Spaß. Wir waren schon in meiner alten Schule gerade, in der Ursula Schule, haben uns da die Kunstausstellung angeguckt, auf jeden Fall total empfehlenswert, sieht super aus. Vielleicht wollen wir ins Theater, da gibt es glaube ich so ein paar Aufführungen und so einen Blick hinter die Kulissen, das hört sich auch ganz spannend an.